Hallöchen und willkommen zurück auf Taranis in Risen 3 Titanlords. Ich bin hier gerade noch auf der Suche nach der Kiste für den passenden Schlüssel von, wie ist er denn? Ne, Lumbrook war es nicht, aber ich glaube, die war ja drüben drin. Ah, da ist die Kiste, okay. Schleichen wir uns mal ran, den Schlüssel habe ich ja schon bekommen. Faruko, genau. So, und da ich jetzt natürlich noch den Auftrag habe, mit dem Gnome unten im Loch zu sprechen, mit Lami, werde ich natürlich mal zusehen, dass ich da auch runterkomme. Allerdings muss ich natürlich erstmal wieder an Dingenskirchen vorbei. Der steht gerade in der Ecke, okay. Ja, ich habe nämlich noch keinen anderen Weg irgendwie dahin gefunden. Das ist ein bisschen blöd. So, einmal hinrennen. Wo steckt er denn, der Kleine? Ah, hier. Ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Lami keinen Meister hat, Homie. Eigener Meister. So, so. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. Jip, jip. Lami immer fleißig, immer arbeiten. Aber Lami arbeitet jetzt für sich selbst. Willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Wenn Lami wollte, wäre er schon zurück. Bleibe hier. Willst du nicht lieber wieder ans Tageslicht? Nee, Lami bleibt hier unten. Okay, darf man fragen, wieso? Mein Meister wird nicht glücklich darüber sein, dass Lami einfach seine Arbeitsstätte verlassen hat. Lami will keinen Ärger kriegen. So schlimm wird es schon nicht sein. Lami besser nichts mehr sagen. Sonst erzählt Homie alles zum Meister und Lami kriegt Ärger. Was willst du hier unten mit Kristallen? Lami sammeln ganz viele Dingi für Aurikulki. Wenn Lami hat Berg voller Glitzersteine, er kann sterben mit Ehre. Verstehe ich nicht. Macht nix, Homie. Bist kein Gnom. Habe nichts für Homie. Lass mich raten, ich muss jetzt wieder nach oben mit Abbas sprechen. Oh, gibt's ja irgendwie gleich mal eine kurze Variante. Ich habe keinen Bock, da jetzt schon wieder durch den Keller zu kriechen. Tja, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Doch mal ins Questbuch schauen. Okay, also mit Agil kann ich jetzt noch sprechen. Ich müsste jetzt eigentlich das ganze Zeug zusammen haben. Muss ich natürlich Agil erstmal finden, das war der komische Typ mit seinem Irokesen-Haarschnitt. Glaube ich zumindest. Eines Tages wird Ali... Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jafar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nicht Sorgen machen muss Jafar. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen, Jafar. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homie Halpo? Gute Sache das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Matt, wo muss ich jetzt hin? Ich hab gar nicht zugehört. Ich glaube, ich muss hier zu Magnus gehen. Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so, aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben. Der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Na gut. Überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann.
Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wirst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam. Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Aber wie? Wir machen einfach ein kleines Schaukämpfchen. Ja, aber du bist viel größer als Ali. Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön. Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Okay, los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua! Attacka! Zeig, was du kannst! Oh Mann, bei dem Schaden, den er macht, stehe ich morgen noch hier. Zeig's ihm. Ja, am besten heute noch. Los, worauf wartest du? Zeig's ihm. Ist natürlich die Frage, was jetzt eher der Fall ist. Zeigt das einfach nur, dass ich schlecht im Kampf bin, in den Augen der Wächter hier, oder dass der Kleine so gut ist im Kampf? Ich tippe mal eher auf Ersteres, dass sie keine hohe Meinung mehr von mir haben. Mach schon! Das war brutal. Ja, das hat weh. Ja, in der Tat. Windelweich hat er mich geprügelt. Ha, Ali ist der Größte. Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach. Okay, Homie. Wie sieht aus meine Ausbildung bei General? Ich rede gleich mit ihm. Homie, besser beeilen! Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Spar dir deinen Kommentar, sonst überlege ich es mir doch noch anders. Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie! Mein Traum sich jetzt erfüllen! Ich gleich gehe zu andere Gnome und erzähle davon. Eines Tages Kristallhandschuh eines Wächters mein Aurikulki wird sein. Danke, Homie, für große Hilfe. Yippie! Ja, warum müssen die so absolut potthässlich sein, die Gnome? Unglaublich. So, das hier ist doch agiler. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Bist wohl von Gnomen aufgezogen worden, was? Was würde ich dafür geben, deren Gesichter zu sehen, wenn sie merken, dass ihre Truhen leer sind? Ein letzter Tipp noch. Prahl damit nicht im Lager rum, sonst bist du die Dinger schneller los, als dir lieb ist. Ja, ne? Und so. Was haben wir jetzt noch offen? Talbot. Mit Talbot muss ich, glaube ich, noch sprechen. Pingzagias. Wie ist die Lage? Alles in Ordnung. Dann mal kurz mit Abbas sprechen. Vielleicht hat er irgendwie Informationen zu Lami. Lami möchte im Brunnen bleiben. Wirklich? Na gut. Ich werde später selbst nochmal nach ihm sehen. Danke für deine Mühe. Mann, verpiss dich doch mal hier. Zeig mir deine Ware. Erstmal ganz kurz zum Wasserfass. Muss mal ein Schlückchen trinken.
Dein Schützling Ali ist unter der Haube. Magnus wird ihn zum Wächter ausbilden. Yippie, gute Neuigkeit. Arlin und Peewee von Magnus. Jaffa jetzt frei. Wie sieht's aus? Heuerst du bei mir an? Jaffa kann wieder gehen auf große Reise. Wo ist dein Schiff, Captain? Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Okidoki, Captain. Ich jetzt Teil deiner Crew. Wenn du stichst in See, ich werde da sein. Okay, sehr schön. Haben wir wieder ein neues Crewmitglied bekommen? Du hast doch bestimmt schon einige Kristalle gesammelt, hm? Ich habe mir ein paar organisiert. Das ist sehr gut. Mir hat man nämlich alles weggenommen, weil irgendjemand die Magier bestohlen hat. Du kannst mir doch sicher mit ein paar Kristallen aushelfen, ne? Oh, 6 Kristalle will der haben? Naja, komm, ich bin hier mal nicht hast so. Du ein paar Kristalle. Ich wusste, dass wir uns verstehen. Geh weg. Tja, weil du einfach nicht aufgepasst hast, ne? Haben sich beklaut. Beziehungsweise die Magier. So, wer bist du? Du bist Wells. Gegen die habe ich schon gespielt. So, wir gehen mal kurz zu Zark hier und... wo ist er denn hin? Jetzt muss ich ja Zark hier suchen. Unglaublich. Ja, der rennt hier im ganzen Lager rum. Ich hatte doch vorhin noch einen Apfel? Huch. Ja. Ich weiß von nichts. Ich werde mal weiter die Augen aufhalten. Na, sollte ich doch noch irgendeinen Gnom finden? Wo ist denn eigentlich Zark hier jetzt hier? Auf der Karte markieren. So, haben wir denn? Er steht hier irgendwo. Hier drüben irgendwo. Ali, Zark. Ah, hier ist Zark hier. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zarkir dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matav Haruko. Jetzt braucht Zarkir neue Versteck. Bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zarkir ist schlauer als jeder Homie. Na klar. Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingi. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Du rauchst? Ja, aber nur, wenn niemand guckt. Zarkir will ja nicht teilen müssen. Ist überhaupt alt genug zum Rauchen? Sieht mir nämlich nicht so aus. So, jetzt haben wir hier schönes Nichts-Buch. Können wir nicht einsammeln. Einmal kurz ins Questbuch schauen. So, irgendwen habe ich noch nicht gefunden. Ach, da oben ist irgendwo noch jemand drin. Faris. Okay, alles klar. So, den ganzen Bereich hier drüben habe ich schon gemacht. Jetzt könnte ich natürlich mich um den Westteil der Insel kümmern. Ganz kurz schauen, was ich hier noch so habe. Putzhilfe. Tokel. Mensch. An den habe ich gar nicht gedacht, dass er irgendwie hier vielleicht das Lager ausfegen könnte. Du suchst nicht zufällig eine neue Aufgabe? Was meinst du damit? Fischen werde ich nie wieder. Keine Sorge. Vetranio sucht jemanden, der für ihn das Lagerhaus putzt. Und du meinst, ich kann das? Na komm, ein bisschen fegen wirst du doch wohl noch können. Hier, nimm den Besen. Kannst gleich loslegen. Mach ich. Ich werde die Wächter nicht enttäuschen. Sehr schön, dann hätten wir das ja auch geklärt. Vetranio, der war... Wo war der denn schon wieder? Hartwig. Vetranio war gerade... ich glaube, er war im Gasthaus. An der Bar oder sowas. Hier, der hat ja irgendwas vom Apfel gelabert. Tokel putzt ab jetzt für dich das Lagerhaus. Mensch, das ist ja toll. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der die Wäsche macht und... Leg dich jetzt bloß nicht auf die faule Haut. Außerdem denke ich, dass du mir was schuldig bist. Du hast recht. Hier, damit kannst du bei Roderich ordentlich einheben gehen.
Ja, gut, hätten wir es auch geklärt. Die Quest haben wir abgeschlossen. Mal kurz schauen, was wir noch so haben. Ja, Schattenort des Verrats, der wird weiter im Westen sein. Den finde ich auch gleich noch. Und hier muss ich Zaharias finden für den letzten Käse. Aber überhaupt für den Käse, für das letzte Stück in dieser Quest. Lina, die ist wahrscheinlich am Strand. Ja, okay, dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen was zu erledigen. Und hier muss ich nochmal hin zu Colby. Ah ja, alles klar. So, und ich würde sagen, wir können auch direkt mal rausgehen aus dem Gebiet hier, also aus der ja, Festung ist es ja nicht. Aus dem Lager der Magier. Mal kurz auf die Karte schauen, dass ich auch nichts falsch mache. So, einmal jetzt hier runter und dann sind wir auch schon da in dem Gebiet, also quasi hier rechts so. Na, hier oben scheint irgendwas zu kämpfen. Es wird sich wahrscheinlich dann gleich auf mich stürzen. Kleinen Moment noch. Ich glaube, ich muss erstmal hier in die Ecke noch gucken, denn scheint da irgendwie noch einen Weg hinzuführen. Also eine Riesenspinne, eine Krabbelspinne oder sowas. Und 100 einzelne Goldstücken. Sehr schön. Einmal aufheben, bitte. So, ist hier irgendjemand zu Hause? Ja, da sitzt ein Gnom am Feuer. Schmiedehammer. Ja, so viel Plunder schon dabei, unglaublich. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt dringend Geld brauche, denn irgendwie hat es bisher immer gereicht. Hier will ich aber eigentlich gar nicht hin, denn ich muss erstmal hier oben in dem Bereich, weil hier geht es schon wieder zum nächsten Abschnitt. Aber ich will zumindest erstmal jetzt wieder das Gebiet hier abschließen. Oh, Moment, hier kann ich hoch. Okay, sehr schön. Wo lande ich denn hier? Hier irgendwie auf dem Berg gelandet und da ist überhaupt gar kein Pfad eingezeichnet. Naja, mal gucken, wo es hingeht. Ich denke mal, es wird nicht allzu weit gehen. Oh, hallo.
So, hier war noch was zum Einsammeln, das habe ich gerade schon gesehen, genau. Ja, ich denke mal, weiter wird es hier oben nichts geben. Ist ja eher ein optionaler Bereich, der nicht unbedingt notwendig ist. Was haben wir hier noch? Irgendwas? Nichts? Okay. So, jetzt dürfte man dann hier in der Höhle dann auch den, wie ist ja, Farnes, Fahr, keine Ahnung, irgendwas jedenfalls, dürfte man da finden. Wer bist du denn? Standst du gerade schon da? Naja, gut. Ich mache jetzt mal ein ganz kleines Päuschen, die Aufnahmezeit ist leider schon wieder rum. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titanlords. Bis dann, einen schönen Tag und wir sehen uns.